Genau, ich höre Sie und auch unsere Zuschauer sind jetzt schon da. Wir haben also die Gäste jetzt schon im Raum. Und ich sage deshalb ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei unserer Ringvorlesung dabei sind. Diese Ringvorlesung, eine Gemeinschaftsveranstaltung des Weltethos-Instituts, des China-Zentrums und des Erich-Fromm-Instituts, beschäftigt sich mit Kulturen der Humanität. Ein sehr umfassender Anspruch, ein umfassendes Thema. Es gibt uns die Möglichkeit, aus den ganz verschiedensten Blickwinkeln Themen des Humanismus, der Humanität zu behandeln. Wir hatten schon ein Beispiel aus der Wirtschaft, wir hatten schon verschiedene interkulturelle Darlegungen, wir hatten ein Beispiel für islamischen Humanismus, Humanismus im Christentum. Und heute haben wir einen ganz besonders interessanten Einstieg, nämlich mit Herrn Professor Kuschel, den ich hier ganz herzlich begrüße. Schön, dass Sie da sind. Wunderbar, dass es geklappt hat. Herr Kuschel ist in Tübingen nun wirklich alles andere als ein Unbekannter, aber dennoch, finde ich, gebietet es der Respekt und die Höflichkeit und auch, damit wir unserer Freude Ausdruck verleihen können, dass ich ihn ganz kurz vorstelle, bevor wir in seinen interessanten Vortrag einsteigen. Karl-Josef Kuschel studierte von 1967 bis 1969 Germanistik und katholische Theologie an der Ruhr-Universität Bochum und setzte dieses Studium 1969 bis 1972 in Tübingen fort. 1977 wurde er in Tübingen auch mit einer Arbeit zum Thema Jesus in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, betreut von Hans Küng und Walter Jens, promoviert. 1989 habilitierte er sich im Fach Ökumenische Theologie zum Thema Geboren vor aller Zeit, der Streit um Christi Ursprung. Von 1995 bis 2013 lehrte Professor Kuschel Theologie der Kultur und des interreligiösen Dialogs an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen. Zugleich war er in dieser Zeit stellvertretender Direktor des Instituts für ökumenische und interreligiöse Forschung der Universität Tübingen. Von 1995 bis 2009 war er außerdem Vizepräsident der Stiftung Weltethos. Seither ist er Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Stiftung. Seine Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem im Bereich der Theologie der Kultur sowie der Theologie des interreligiösen Dialogs. Herr Professor Kuschel ist Träger zahlreicher Auszeichnungen. So erhielt er 97 die Ehrendoktorwürde der Universität Lund in Schweden. 98 erhielt er den Medienpreis des Zentralinstituts Islamarchiv Deutschland. 2010 den Herbert-Haag-Preis für die Freiheit in der Kirche und 2011 den Integrationspreis für Verdienste um den interkulturellen und interreligiösen Dialog durch die Stiftung Apfelbaum. 2019 schließlich schloss sich der Theologische Preis der Salzburger Hochschulwochen an. Seit 2015 schon ist Kuschel außerdem Mitglied im Stiftungsrat zur Vergabe des renommierten Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Also er empfängt nicht nur Preise, er vergibt sie auch. Und er ist außerdem Präsident der Internationalen Hermann-Hesse-Gesellschaft. Zu seinen Veröffentlichungen wäre viel zu sagen. Früher sprach man von einem Œuvre, also einer Gesamtheit von Veröffentlichungen, durch die ein Mensch mit seinen Themen und Fragen erkennbar wurde. Aber angesichts der schieren Menge kuschelscher Publikationen fällt es schwer, einfach von einem Œuvre zu sprechen. Es handelt sich vielmehr um ein Gebirge. Und wir haben zu fragen, welche tektonischen Kräfte diese Gesteinsmassen aufgeworfen haben. Warum errichtet man einen Berg aus Büchern und schafft in ihm Höhlen und Altäre, Wandelgänge und Kammern für Heinrich Heine, Thomas Mann, Gotthold Ephraim Lessing, Adolf Musch, Walter Jens, Rainer Kunze, Martin Buber und Theodor Heuss, Paul Celan und viele andere? Als Bergbegleiter und Führer bietet sich unter anderem Georg Langenhorst an, der Kuschels Weg zu einer theologischen Ästhetik beschrieb und mit dem Band Herzstücke, einem sehr sympathischen und lesenswerten Band von 2008, eine schöne Orientierung zu Herrn Kuschel gibt. Neben der Literatur bzw. Kultur in ihrem Verhältnis zur Theologie gibt es als zweiten Mittelpunkt von Veröffentlichung den interreligiösen Dialog, zu dem Kuschel auch buchstäblich hunderte von schriftlichen Äußerungen vorgelegt hat. Von Streit um Abraham 1994 bis Leben ist Brückenschlagen von 2011. Hervorheben möchte ich nur noch einige wenige neue Veröffentlichungen, nämlich die Bücher zu Theodor Heuss von 2013 und 2019 und das über die Begegnung Anwar el-Sadats und Helmut Schmitz von 2018. Deren Austausch mit all seinen Folgen ist und war von Bedeutung, weil beide Männer in den Krisen ihrer Zeit nach verbindenden Motiven suchten, ohne sich in Illusionen zu flüchten oder zu beschönigen. Jetzt aber soll es um die Weltliteratur und den Humanismus gehen.
Zahlreiche Brücken zum heutigen Thema sind von Sadat und Schmidt zu Hesse denkbar. Kann man sagen, dass Hermann Hesse flüchtet, vielleicht sogar vor der Flucht flüchtet, dass er sich dennoch den Realitäten stellen will und doch immer wieder von inneren und äußeren Herausforderungen bewältigt wird? Und ist gerade dieses Scheitern vielleicht ein Merkmal seines speziellen Humanismus? Wir werden sehen, welches Gold dazu in den Kuschelschen Bergwerken gefördert wurde. Herr Professor Kuschel wird uns mit einem Dichter der Krise, manche sagen sogar dem Dichter der Krise, vertraut machen. Und ich freue mich sehr. Nochmals herzlich willkommen. Wir sind sehr gespannt. Herr Kuschel. Ja, herzlichen Dank, lieber Dr. Vielauer. Sie haben sich ja wirklich wunderbar Mühe gegeben, also das Profil meines Oeuvres zu rekonstruieren. Also ganz herzlichen Dank dafür. Wichtig ist mir in dem Zusammenhang unseres heutigen Themas natürlich, dass ich die Ehre und Freude habe, seit einigen Jahren Präsident der Internationalen Hermann-Hesse-Gesellschaft zu sein. Und aus dieser vertieften Auseinandersetzung mit dem Werk will ich Ihnen heute Abend einen Ausschnitt bieten. Danke auch für die Einladung in diese sehr schöne Reihe, wo Sie ja nun die verschiedenen Kulturen in der Tat zusammengebunden haben und zu einem doch eindrucksvollen Strauß von Aspekten und Dimensionen, also das Weltethos-Institut und das China-Zentrum und das Erich-Fromm-Institut haben ja hier zusammengearbeitet. Das ist ja auch nicht selbstverständlich und braucht auch jemanden immer, der die Fäden zieht und die Verbindungen herstellt. Also herzlichen Dank. Also ein Paradigma heute zum Thema Menschenbild, Krise des Menschenbildes, Krise des Humanistischen und in diesem Sinne vielleicht mal mit einer oberflächlichen Definition sich selbst eben vervollkommnenden, im Grunde evolutiv angelegten, optimistisch auf Selbstvervollkommen angelegten Menschenbildes. Das kann ich Ihnen an einem Beispiel aus der Werkgeschichte, Lebens- und Werkgeschichte von Hermann Hesse, glaube ich, etwas problematisieren, etwas komplexer gestalten. Und darum geht es mir heute Abend an einem Beispiel. Werkgeschichtlich spricht man vom Krisensommer 1919 im Werk von Hermann Hesse und an einem literarischen Text von der Erzählung um den Maler Klingsohr, Klingsohrs letzter Sommer, eine Erzählung, die in diesem Sommer 1919 entstanden ist, will ich Ihnen mein Thema exemplifizieren. 1919, das erste Jahr nach dem Großen Krieg, ein Schlüsseljahr der Weltpolitik, nach dem Untergang des alten Europa und der Präsenz einer neuen Weltmacht und einer neuen Weltideologie, die Vereinigten Staaten von Amerika und der Staatskommunismus sowjetischer Prägung nach der russischen Revolution von 1917. Die junge Historikerin Birte Förster hat eine Studie unter dem Titel vorgelegt, in 2019, ein Kontinent erfindet sich neu, und mit Stichworten die durchaus neue, ambivalente Weltlage skizziert. 1919 ist nicht nur ein Jahr des Chaos, sondern auch der Aufbrüche in eine neue Zukunft. In Deutschland kommt es zum Zusammenbruch des Kaiserreichs und zu erbitterten Kämpfen um die Demokratie und gegen Extremisten von rechts und links. Sie enden in einer Verfassung, die zwar die fortschrittlichste ist, die man in Deutschland je gesehen hat, die aber einer von vornherein bedrohten Demokratie weder Stabilität noch Kontinuität zu geben vermag. Die Kriegsparteien schließen den Vertrag von Versailles, der aber bringt keinen Frieden, sondern schürt vor allem Revanchegelüste in Deutschland als Verliererland und bereitet den nächsten Weltkrieg vor. In Italien erhält erstmals eine rechtsextreme Bewegung politischen Zulauf. Der Faschistenführer Benito Mussolini gründet seit 1919 und kann schon 1922 die ganze Macht an sich reißen. Ein Vorspiel davon, was Deutschland bevorsteht. In Irland wird ein blutiger Kampf um die Selbstbestimmung des irischen Volkes gegen Großbritannien ausgekämpft. Ein Guerillakrieg von 1919 bis 1921, dem Jahr, in dem Irland die ersehnte Unabhängigkeit erhält. Auf Betreiben des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson wird in Genf der Völkerbund etabliert, gespeist aus der Erwartung, dass durch Verhandlungen und friedlichen Interessenausgleich Kriege endgültig obsolet und der ewige Friede zwischen den Nationen gesichert sind. Eine der fatalsten Selbsttäuschungen der Weltgeschichte, aber mit Verweis nach vorn. Nach vorn weist auch eine Frauenfriedenskonferenz, die in Zürich 1919 zusammenkommt
und der weltweiten Frauenbewegung gewaltigen Auftrieb gibt. 1919 ist auch ein Jahr der Frauen. In Polen, Österreich und Deutschland erlangen sie erstmals das Recht, an Wahlen teilzunehmen. Europa in einem Prozess der Gärung und Zuckungen, der Abbrüche und Aufbrüche, das wollte ich nun rasch skizzieren. An diesen Gärungsprozessen anno 1919 nimmt auf seine Weise auch ein deutschsprachiger Schriftsteller teil, der sich mittlerweile tief ins schweizerische Tessin zurückgezogen hatte, aber mit allen Sinnen gut informiert die neue Lage Europas verfolgt und publizistisch auf sie reagiert, anno 1919. Zwar war er dem Grauen in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges nicht ausgesetzt gewesen, er hatte in Bern seinen Kriegsdienst in Form der geistigen Versorgung deutscher Kriegsgefangener durch Bücher abgeleistet, wohl aber war seine persönliche, seine familiäre und berufliche Situation ins buchstäblich Abgründige geraten. Nachdem er vor dem Ersten Weltkrieg in nur einem Jahrzehnt zwischen 1904 und 1915 einen rasanten Aufstieg als erfolgreicher Schriftsteller erlebt hatte. Ein Roman nach dem anderen von Peter Camenzind 1904 angefangen, großer Durchbruch für ihn, bis Knulp, einem letzten Roman, noch 1916 erschienen. Ein Ausweg aus immer bedrückender werdenden psychischen und sozialen Verhältnissen musste gefunden werden, nachdem auch therapeutische und tiefenpsychologische Behandlungen seit 1916 in Luzern zwar Aufklärung, aber keine Lösung gebracht hatten. Hesse wagt einen radikalen Schnitt. Nach Ende seiner Amtstätigkeit in der Kriegsgefangenenfürsorge und angesichts einer schon länger andauernden schweren psychischen Krise seiner Frau mit wechselnden Klinikaufenthalten löst er den Haushalt in Bern auf, bringt die drei Söhne bei Freunden und in Heimen unter, übersiedelt ins schweizerische Tessin nach Lugano und bezieht ab Mitte Mai 1919 vier kleine Räume in der Casa Camuzzi im Bergdorf Montagnola oberhalb des Luganer Sees. Ein Quartier, das er bis 1931 nutzen wird, mit wechselnden Wohnungen Sommer-Winter in Zürich oder Basel, bevor er dann ab 1932 ein eigenes Haus zur Verfügung gestellt bekommt, die Casa Rossa, in der er dann 30 Jahre bis zu seinem Tod 1962 in Montagnola leben wird. Romantisch, der Umzug ins Tessin. Diese abgegriffene Metaphorik ist hier überhaupt nicht angebracht. Die Selbstzweifel und Schuldgefühle darf man nicht unterschlagen, von denen der Ablösungsprozess begleitet ist. Und die Anfangsjahre in Montagnola wie eine düstere Wolke überschatten. Hesse selber spricht in seinem Tagebuch von einem Vorgang voll von Sorgen und Schwierigkeiten, innen wie außen, und hat sich Jahre später, 1938, in Rückschau auf das Krisenjahr so geäußert. Jetzt Text 1, lieber Dr. Filhauer. Ich habe Ihnen für einige fünf Schlüsseltexte eine Textvorlage herstellen lassen. Moment, ich habe es gleich, ich muss ganz kurz zur anderen Datei. So, das hier, jetzt habe ich es. Bildschirm und hier. So, und. Ja, jetzt kann man es, glaube ich, sehr gut lesen. Vielen Dank. Also Text 1 aus, schon in der Rückschau. Also von 20 Jahren, ein Zeugnis, autobiografisches Zeugnis von Hesse. Es hatte bis zum Frühling 1919 gedauert, bis die Kriegsgefangenenfürsorge, in deren Diensten ich stand, mich entließ. Die Freiheit fand mich allein in einem leeren, verwahrlosten Hause, in dem es seit einem Jahr sehr an Licht und Heizung gemangelt hatte. Es war von meiner früheren Existenz sehr wenig übrig geblieben. So machte ich einen Strich unter sie, packte meine Bücher, meine Kleider und meinen Schreibtisch ein, schloss das verödete Haus in Bern und suchte einen Ort, wo ich allein und in vollkommener Stille von vorn
beginnen könnte. Danke. Jetzt im Frühjahr und Sommer 1919 entstehen zwei Schlüsseltexte, die diesem Jahr lebens- und werkgeschichtlich ihr unverwechselbares Profil geben. Denn sie bilden eine Zäsur zu allem, was dieser Autor zuvor geschrieben hatte, und weisen voraus ins mittlere Werk, das bald mit Dichtungen wie Siddhartha 1922 und Steppenwolf 1927 klare Konturen bekommt. Der eine Text ist die Erzählung Klein und Wagner, der andere Klingsors Letzter Sommer, entstanden im Juli, August 1919 in einem Schaffensrausch, Prozess von nicht mehr als 6 Wochen. Eine Künstlernovelle um einen 42-jährigen Maler in südlicher Gegend als Protagonisten, distanziert erzählt von einem autorialen Erzähler, der sich aber derart in die Welt des Helden hineinziehen lässt, dass er seine Distanz oft in den inneren Monolog hinein aufheben muss. Hesse wählt keinen Schriftsteller als Alter Ego, auch keinen Musiker wie in seinem Roman Gertrud von 1910, sondern einen Maler wie zuvor schon in seinem Roman Rosshalde von 1914. Wochen um Woche verfolgt er dessen Schaffensrausch, dessen Lebensgier, dessen Prozess der Selbstverbrennung in einer Leidenschaft, künstlerischen, erotischen Leidenschaft. Mittlerweile ist es September geworden und der Sommer neigt sich dem Ende zu. Klingsors verlässt jetzt sein Haus nicht mehr, denn er malt als letztes Bild dieses letzten Sommers sein Selbstporträt. Als das Bild fertig ist, stellt der Maler es am Ende in seine unbenutzte leere Küche und schließt sie ab. Niemandem hat er es je gezeigt. Dann schläft er sich aus, wäscht sich, rasiert sich, zieht neue Kleider an, fährt noch einmal in die Stadt, kauft Obst und Zigaretten. Wenige Wochen später ist er tot. Hinterlassen hat Klingsor, also Hesses Protagonist, ein ungeheuer radikales, provokatives Bild, das nach seinem Tod denn auch die unterschiedlichsten Deutungen auslösen wird. Denn in das eine Gesicht von sich selbst, ich sagte ja, ein Selbstporträt malt er, denn in das eine Gesicht von sich selbst malt Klingsor ungezählte Gesichter, Gesichter allen Alters und aller Lebensstufen, vom pflanzlich-vegetativen zum tierischen und menschlichen. Den Kopf baut er majestätisch und brutal, einem Urwaldgötzen ähnlich, einem in sich verliebten Jehova, einem Popanz, vor dem man Erstlinge und Jungfrauen opfert, alles Zitate. Das seien nur einige seiner Gesichter, fährt der Erzähler fort, also Gesichter dieses Malers. Ein anderes war das des Verfallenen, des Untergehenden, des mit seinem Untergang Einverstandenen. Moos wuchs auf seinem Schädel, schief standen die alten Zähne, Risse durchzogen die welke Haut und in den Rissen stand Schorf und Schimmel. Das genau aber sei es gewesen, was einige Freunde des Malers hinterher besonders geliebt hätten. Und dann hören Sie sich diesen Text nun an, in dem Hesse nun dieses Selbstbildnis dieses Malers beschreibt, von einem humanistisch sozusagen auf Perfektion, auf harmonischen Ausgleich der Gegensätze kann keine Rede mehr sein. Text 2 bitte, Dr. Filauer. Text 2. Sie sagen, also die Menschen, die das Bild betrachten, sie sagen, es ist der Mensch, exe homo, der müde, gierige, wilde, kindliche und raffinierte Mensch unserer späten Zeit, der sterbende, sterben wollende Europamensch, von jeder Sehnsucht verfeinert, von jedem Laster krank, vom Wissen um seinen Untergang enthusiastisch beseelt, zu jedem Fortschritt bereit, zu jedem Rückschritt reif, ganz Glut und auch ganz Müdigkeit, dem Schicksal und dem Schmerz ergeben wie der Morphinist dem Gift, vereinsamt, ausgehöhlt, uralt, Faust zugleich und Karamasow, Tier und Weiser, ganz entblößt, ganz ohne Ehrgeiz, ganz nackt, voll von Kinderangst vor dem Tode,
und voll von müder Bereitschaft, ihn zu sterben. Und noch weiter, noch tiefer, hinter all diesen Gesichtern schliefen fernere, tiefere, ältere Gesichter, vormenschliche, tierische, pflanzliche, steinerne, so als erinnere sich der letzte Mensch auf Erden im Augenblick vor dem Tode traumschnell an alle Gestaltungen seiner Vorzeit und Weltenjugend. August 1919. Warum erfindet Hesse eine Figur, die einen derart abgründigen Charakter hat, innerlich gespalten zwischen Trieb und Geist, zwischen Trunkenheit und Tatkraft, zwischen Genie und Wahnsinn hin und her taumelnd? Eine Figur von keinem Freund gehalten, von keiner Liebe befriedigt, mit keinem seiner Bilder zufrieden, die am Ende ein Selbstbildnis hinterlässt, das derart abgründig komplex ist, dass es das Ende aller Bildnisse vom Menschen darstellt. Warum erfindet Hesse eine Künstlerfigur, die von vornherein dem Tode preisgegeben ist und unaufhaltsam Schritt für Schritt dem Untergang entgegengeht? Um das zu verstehen, reichen Informationen über zeitgeschichtliche Details und lebensgeschichtliche Verschlüsselungen nicht aus, auch nicht der einfache Plot mit seiner äußerlich eher handlungsarmen Geschichte. Denn das alles ist zum Verständnis der Unverwechselbarkeit dieser Klingsor-Novelle nicht entscheidend. Das künstlerisch originelle, ja provozierend innovative, liegt in der Machart des Erzählens, in der narrativen und sprachlichen Technik. Ich nenne das eine Technik der Aufladung mit Bedeutungen über den realistischen Anlass hinaus, der Entgrenzung von Räumen nach außen und innen, der Entfesselung der Bildersprache durch Assoziationsketten und Lautfolgen, der Tempoverschärfung im Versuch, die unfassbare Wirklichkeit, die rauschhaft aufgerufenen Farben und Sinneseindrücke sprachlich zu bannen. Ich nenne das eine Erzähltechnik der Entfesselung und Entgrenzung, die den platten Realismus durchstoßen will, und verwende dafür den Ausdruck Imaginismus. All diese Stilmittel dienen dem Zweck, dem neuen Lebensgefühl nach der Katastrophe des Krieges Ausdruck zu verschaffen und damit Ende und Anfang, Untergang und Neuaufbruch zugleich in einem literarischen Text hörbar zu machen. Die Erzählung ist also nicht zu verstehen, meine Damen und Herren, ohne die Epochenzäsur des Großen Krieges, ohne den Untergang des alten Europa, vom Christentum geprägt, wie auch anders. Waren es nicht christliche Mächte, die im Kriege übereinander hergefallen waren? Der deutsche Kaiser, war er nicht zugleich Summus Episcopus des deutschen Protestantismus? Der österreichische Kaiser, war er nicht auch der allergnädigste Beschützer der römisch-katholischen Kirche? Der russische Zar, war er nicht Hüter über die orthodoxe Kirche mit Moskau als dem dritten Rom? Und der englische König, war er nicht seit Heinrich des Achten Zeiten gleichzeitig auch Oberhaupt der anglikanischen Kirche? Und hat ihr Christentum sie daran gehindert, Christen anderer Nationen mit einem mörderischen Krieg zu überziehen? Das real existierende Christentum hat es sich nicht einmal mehr durch die Legitimation dieses Krieges zur Durchsetzung nationalistischer Eigeninteressen endgültig diskreditiert, politisch und religiös? So diskreditiert, dass es am Ende des Krieges keine Kaiser und keinen Zaren mehr geben wird. Es bleiben Verdun, die Marne, die Gas- und Panzerkriege, Hetakomben von Leichen. In seinen Essays der Zeit bilanziert Hesse schonungslos diese Situation. Er nennt das Zusammenbruch aller alten Formen, das Versagen der bisher gültigen Moralen und Kulturen. Ins Wanken geratene Autorität des Vaters, des Lehrers, des Priesters, der Partei, der Wissenschaft. So Hesse in einem Artikel über die jüngste deutsche Dichtung von 1920. Überall sieht es jetzt so aus. Europa habe sich der Weltkriegsgeneration, also auch ihm, als so wörtlich schwer kranker Neurotiker gezeigt. Zu helfen sei ihm nur, meint Hesse, durch das so wörtlich Zerbrechen der selbstgeschaffenen, komplexen Bindungen, in denen er erstickte. Und dafür brauche es die Psychologie,
Er, Hesse, mit seinen Neurosen gehöre auf die Couch, gewiss. Aber Europa auch. Er versuche, seinen privaten Zusammenbruch zu überdauern und zu verheilen, schreibt er im Juni 1919 einem Briefpartner, und im Kleinen zu probieren, was Deutschland auch tun muss. Die Schäden es hinnehmen, die Schuld daran nicht auf andere schieben, sondern sie auffressen und zum Schicksal Ja sagen. Es geht freilich bitterschwer. Und exakt darum geht es, wenn man sich auf die Couch des Psychoanalytikers, des Psychiaters legen muss, um das Zulassen alles bisher moralisch Zensurierten, um das Anschauen des bisher Verdrängten und Tabuisierten, um die Exploration der eigenen Vater-Mutter-Geschwister-Konstellation, um Durcharbeiten der Konflikte in der eigenen Seele, alles mit dem Ziel, nach einem langen Prozess des Anschauens und Durcharbeitens seelisch wieder zu gesunden. Genau das ist die Funktion des komplexen Selbstbildnisses von Klingsor, in dem sich der alte Europamensch bis zur Kenntlichkeit entstellt sieht. Klingsor malt dieses letzte Bild als eine so wörtlich riesige Konfession, ein rücksichtsloses, schreiendes, rührendes, erschreckendes Bekenntnis. Nun Text 3, bitte, Dr. Villauer. Und er malte in seiner eigenwilligen, überfüllten, gedrängten und zuckenden Pinselschrift sein Leben dazu, seine Liebe, seinen Glauben, seine Verzweiflung. Scharen nackter Frauen malte er mit, im Sturm vorbeigetrieben wie Vögel, Schlachtopfer vor dem Götzen Klingsor und einen Jüngling mit dem Gesicht des Selbstmörders, ferne Tempel und Wälder, einen alten, bärtigen Gott, mächtig und dumm, eine Frauenbrust vom Dolch gespalten, Schmetterlinge mit Gesichtern auf den Flügeln und zuhinterst im Bilde am Rande des Chaos den Tod, ein graues Gespenst, der mit einem Speer klein wie eine Nadel in das Gehirn des gemalten Klingsor stach. Die Erfahrungen also, meine Damen und Herren, mit der tiefen Psychologie hatten hier bei der Beschreibung dieser Bilder von sich selbst einen gewaltigen Anteil. Bereits zu Beginn der Behandlungen 1916 in Luzern hatte Hesse das geahnt, dass er so wörtlich durch diesen engen und höllischen Tunnel nicht werde kriechen können, ohne verändert und durchgeknetet drüben herauszukommen, wie er einem Freund aus dem Luzerner Kurhaus Sonnmatt schon Anfang Mai 1916 geschrieben hatte. Und dieser höllische Tunnel, wie Hesse sich ausdrückt, ist Seele und Situation zugleich geschuldet. Blicke ins Chaos, hier wie dort. Er habe, wie der später schreiben, allen Krieg und alle Mordlust der Welt, all ihren Leichtsinn, all ihre rohe Genusssucht und all ihre Feigheit in sich selber gefunden. Er habe erst die Achtung vor mir selbst, dann die Verachtung meiner selbst zu verlieren und nichts anderes zu tun gehabt, als den Blick ins Chaos zu Ende zu tun. Und zwar mit der Hoffnung, Zitat, jenseits des Chaos wieder Natur, wieder Unschuld zu finden. Jeder Mensch gehe ja einmal oder mehrmals diesen schmalen Weg durch die Wüste. Ein weiter so ist unter diesen Umständen undenkbar, persönlich und künstlerisch. Die literarischen Schlüsseltexte, meine Damen und Herren, die jetzt in diesem Krisensommer 1919 entstehen, lassen denn auch die Zäsur zu allem Vorhergehenden geradezu hautnah spüren. Der erste Text, Demian, entsteht im September, Oktober 1917, dann Klein und Wagner, die Erzählung im Mai, Juni 1919 und schließlich im Juli, August, wie wir hörten, Klingsors letzter Sommer. Jetzt fange ich eine neue Dichtung an und saufe Wein dazu, denn ohne Arbeit und ohne Wein ist es mir unerträglich, schreibt Hesse. In der Tat ist auffällig, wie Hesse in diesen Texten jetzt Menschen beschreibt. Auch die Figuren der früheren Romane von Peter Kamensind bis Knulp waren stets Opfer von Ängsten, Zweifeln oder Krisen gewesen, von unerwiderter Liebe, versagender Produktivität, scheiternden Beziehungen,
Gleichgültigkeit der Gesellschaft. Es waren problematische, sensible, vielschichtige Menschen, ja, ja. Jetzt aber beschreibt Hesse Figuren, die den tödlichen Widerspruch in sich selber tragen, Klein und Wagner. Literarisch ein Motiv variierend, das schon der Russe Dostojewski in Der Doppelgänger und der Schotte Stevenson in Dr. Jekyll und Mr. Hyde bearbeitet hatten. Doppelgesichtige Menschen, nicht nur doppelgesichtige, sondern zutiefst gespaltene Menschen, die von einer Existenz sozusagen in die andere schwanken. Klingsor ist die Fortschreibung dieses Doppelgänger-Themas. Der Mensch und sein Schatten, Freilegen der Ekstasen und der Abgründe der eigenen Seele, Durcharbeiten der Widersprüche in sich selbst, schonungslos zeigen, dass Menschen buchstäblich alles in sich tragen, das Schöne und das Schreckliche, die Größe und das Grauen, das Vollkommene und das Ekelhafte, die Tugenden und die Laster, das Gebändigte, Zivilisierte und das Rohe und Wilde. Und dass das eine ins andere umschlagen kann. In der Rückschau von 1938, noch einmal ein Text, ließ sich das so. Nun bitte Text 4. Es war im Jahr 1919. Der vierjährige Krieg war zu Ende. Die Welt schien in Scherben geschlagen. Millionen von Soldaten, von Kriegsgefangenen, von Bürgern kehrten aus Jahren des starren, uniformierten Gehorchens in eine so ersehnte wie gefürchtete Freiheit zurück. Der Krieg, der große Weltregent, war gestorben und begraben. Leer wartete eine veränderte und verarmte Welt auf uns entlassene Sklaven. Jeder hatte sich nach dieser Welt und nach freier Bewegung in ihr glühend gesehnt. Und jedem war doch auch bange vor der Entlassung und Freiheit, vor den unvertraut gewordenen Bezirken, des Privaten und Eigenen, vor der Verantwortung, die jede Freiheit bedeutet, von der und vor den lang unterdrückten und beinahe zu Feinden gewordenen Regungen, Möglichkeiten und Träumen des eigenen Herzens. Auf viele wirkte die neue Atmosphäre wie ein Rauschgift. Diese Art der Prosa, meine Damen und Herren, ist Hesses Spiegel einer Zeit aus den Fugen. 1919, ein Schwellenjahr vom Übergang, von Übergang und Untergang, janusköpfig wie kaum eine Zeit vor ihm. Nach hinten schaut man auf den Abbruch und nach vorn auf den Aufbruch ins Unbekannte. Und Hesses Klingsor-Text ist ein Text buchstäblich auf des Messers Schneide, der Literatur gewordene Balanceakt auf der Messerklinge dieser Zeit. Sein Maler ist die Symbolfigur einer Europamüdigkeit nach dem Ersten Weltkrieg und zugleich eine Ausnahmeexistenz durch seine kompromisslose Hingabe an die Kunst, seine Ort- und Bindungslosigkeit, seine Existenz quer zur Zeit und dadurch auch eine Spiegelfigur für Hesses eigene Künstlerexistenz, mit der er sich endgültig aus dem bürgerlichen Literaturbetrieb verabschiedet, den er vor dem Ersten Weltkrieg noch bedient hatte. So legt dieser Klingsor-Text in seiner Kühnheit wie ein wilder, unbehauener Findling in der Lebens- und Werkgeschichte dieses Autors. Nie vorher oder nachher hat Hesse derart expressionistisch geschrieben und sprachlich experimentiert. In der Vorgeschichte hat dieser Text nicht seinesgleichen. Für die Nachgeschichte seines Werkes verweist er auf die Steppenwolf-Welt eines Harry Haller, dem Mann mit dem Rasiermesser an der Kehle, auf einen Roman aber, der wieder konventionell erzählt ist. Aber es ist weniger ein Frühling, was ich da erlebe, als eine Explosion. Erstaunlich, wie viel Dynamik in mir noch steckt. Aber Dynamit lässt sich schlecht im Sparherd brennen. So Klingsor in diesem Roman an einen Freund, in dieser Erzählung. Wie persönlich ernst das gemeint ist, also in mir steckt noch Dynamit, das lässt sich schlecht im Sparherd brennen, wie ernst das auch persönlich gemeint ist, zeigt ein Brief Hesses an den Schweizer Schriftsteller und Literaturförderer Karl Selig
vom Oktober 1919. Also Klein und Wagner und Klingsors letzter Sommer sind geschrieben. Selten hat Hesse sich selber so schonungslos gedeutet, ja mit sich selbst abgerechnet, wie in diesem Schreiben. Text 5 bitte. Mir ist es so gegangen, schreibt der Karl Selig im Oktober 1919, mir ist es so gegangen, dass ich unter dem Einfluss von Vorbildern wie Goethe, Keller etc. als Dichter eine schöne und harmonische, aber im Grunde verlogene Welt aufbaute, indem ich alles Dunkle und Wilde in mir verschwieg und im Stillen erlitt, das Gute aber, den Sinn fürs Heilige, die Ehrfurcht, das Reine betonte und allein darstellte. Das führte zu Typen wie Carmenzind und der Gertrud, ein anderer Roman, die sich zugunsten einer edlen Anständigkeit und Moral um 1000 Wahrheiten drücken und brachte mich schließlich, als Mensch wie als Dichter, in eine müde Resignation, die zwar auf zarten Saiten Musik machte, keine schlechte Musik, die aber dem Leben abgestorben war. Und nun fast schon ein alter Mann, nachdem mir alles, was das Leben mit an äußeren Gütern und Erfolgen gab, wieder zusammengebrochen ist. Nach der Trennung von Liebe, Ehe, Familie, dem Verlust des äußeren Wohlbehagens, der Vereinsamung durch Gesinnung während dem Krieg, nach all dem bin ich, krank und halb irrsinnig vor Leid, zu mir selbst zurückgekommen und muss nun in mir selbst aufräumen. Und muss vor allem das alles, was ich früher weggelogen oder doch verschwiegen hatte, anschauen und anerkennen. Alles Chaotische, Wilde, Triebhafte, Böse in mir. Ich habe darüber meinen früheren schönen harmonischen Stil verloren. Ich musste neue Töne suchen. Ich musste mich mit allem Unerlösten und Uralten in mir selber blutig herumschlagen. Nicht um es auszurotten, sondern um es zu verstehen, um es zur Sprache zu bringen. Denn ich glaube längst nicht mehr an Gutes und Böses, sondern glaube, dass alles gut ist, auch das, was wir Verbrechen, Schmutz und Grauen heißen. Dostojewski hat das auch gewusst. September 1919, meine Damen und Herren, ein unerhörter, ein leidenschaftlich raschlebiger Sommer war zu Ende gegangen und Klingsor hatte die Töne und Bilder dazu geliefert. Im Februar 1920 beginnt Hesse mit der Niederschrift von Siddhartha, seiner indischen Dichtung, die 1922 erscheint. Aber der Steppenwolf erwartet schon. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben zu danken für diesen wunderbaren Vortrag. Großartig. Ich habe mir so viele Fragen aufgeschrieben und so viele Themen sind angeklungen. Es ist, glaube ich, gar nicht so schwer, hier einen Einstieg zu finden in dieses großartige Bergwerk. Vielen Dank nochmal. Also ich will vielleicht mit einigen Themen beginnen, aber ich bin sicher, dass auch die Zuschauerinnen und Zuschauer noch Fragen haben werden. Die werde ich dann einfach entsprechend einspielen. Vielleicht mal ein Punkt. Das, was Sie ausgeführt haben, hat ja ein bisschen was damit zu tun, dass ein Schwingen zwischen Einfachheit und Kompliziertheit, zwischen Natur und Kultur immer wieder eine Rolle spielt. Also Hesse spricht davon, dass er zu sich zurückkehrt, aber auch zu elementaren Erlebnissen. Vielleicht könnten Sie das noch ein bisschen beleuchten, denn zur gleichen Zeit gibt es ja einen Schriftsteller, der einen ganz anderen Weg geht, nämlich Thomas Mann, ja, und der im Grunde ja an die Kultivierung und an die Weiterentwicklung sehr, sehr stark glaubt und der auch in dieser Zeit dann besonders stark eben auch Rationalität, Rationalismus, Klarheit irgendwie propagiert in dieser Weise, sich selbst dann auch ein bisschen zurücknimmt, so aus der dekadenten Zeit quasi in eine neue Zeit hinein will. Hesse nimmt einen anderen Weg. Vielleicht könnte man diese beiden Verhältnisse noch mal kurz beschreiben. Ja, das ist ein sehr schönes Vergleich, eine schöne, sehr schöne Vergleichsmöglichkeit, die Sie andeuten, also die Entwicklung von Thomas Mann, die ja gleichzeitig verläuft, aber eben völlig anders. Nach dem Ersten Weltkrieg hat Thomas Mann die Betrachtung eines Unpolitischen geschrieben, ein Monster-Essay, wo er im Grunde ja abrechnet mit dem Liberalismus und sich für einen Monarchismus entscheidet, also im Grunde einen staatserhaltenden Monarchismus vertritt. Erst 1922 bekehrt er sich zur Demokratie
durch eine berühmte Rede, die er auf den Geburtstag von Gerhard Hauptmann gehalten hat in Berlin, also das Umschwenken von Thomas Mann dann auf die Weimarer demokratische Verfassung. Und er ist auf dem Wege zum Zauberberg, nicht, der 1926 erscheint. Im Zauberberg treten zwar auch polare Figuren auf, Naphta und Settembrini und so weiter und so weiter, aber das ist völlig anders angelegt. Das sind Gipfelgespräche auf Geisteshöhe, buchstäblich auf dem Zauberberg. Und wenn Sie das jetzt mit Hesse vergleichen, die persönliche Krise, die er ja intimen Tagebüchern anvertraut hat, die er öffentlich thematisiert in seinen literarischen, das ist was völlig anderes. Hesse ist gerade in den von der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, die ganzen 20er Jahre hinein, bis also zum Steppenwolf, kann man sagen, ist der Autor in der deutschen Literatur, der es wagt, sozusagen seine eigenen Wunden öffentlich zu thematisieren, bis hin zur Selbstdenunziation, zur radikalen Selbstinfragestellung. Das hat Thomas Mann nie gemacht, auch nicht in den Tagebüchern. Also diese Art der schonungslosen Selbstdurchschauung und Selbstabrechnung, also unter dem Einfluss natürlich der Tiefenpsychologie. Er war ja bei Dr. Bernhard Lang, einem Schüler von C.G. Jung, ab 1916 in Luzern im Sonnenmatt, das war seine Klinik, in Behandlung. Und was er gelernt hatte, war, was er lernen musste, er spricht ja selber von einem Höllentunnel, durch den er kriechen musste, war eben alles anzuschauen, was in ihm selber steckte. Eben diese ganze tiefe Ambivalenz seiner eigenen Seele, das eben nicht, wie er das in seiner pietistischen Elternhaus gelernt hatte, dass das Böse in sich unterdrückte, bekämpfte, die Sünde sozusagen auszumerzen suchte, sondern zunächst einmal anschauen, zunächst einmal zulassen und so weiter. Also das ist ein völlig anderes Menschenbild, das er dann erscheint, der in sich gespaltene Mensch. Nicht der sich vervollkommene, der in sich gespaltene Mensch. Das ist zunächst mal zuzulassen, weil es diese Spaltungen in einem selber gibt, nicht? Die man ja nicht erfindet, sondern und die man, wenn man auf der Couch liegt, des Psychoanalytikers natürlich ja zulassen soll. Um sie eben auszusprechen, um sie dann natürlich bändigen zu können, die Dämonen in der eigenen Seele. Und deshalb diese beiden ungeheuren Erzählungen, die in kürzester Zeit, in wenigen Monaten ja in Montagnola entstanden sind, Klein und Wagner, also nicht der in sich gespaltene und dann Klingsor mit diesem Selbstbildnis. Aber das sind ganz andere natürlich Dimensionen der schonungslosen Selbstanalyse, sag ich jetzt mal, die Literatur werden bei Hermann Hesse. Also insofern kann man sagen, Thomas Mann hat natürlich seine eigenen Krisen durchlebt und so weiter, und will das gar nicht verharmlosen, aber das ist bei ihm nicht Literatur geworden, also nicht öffentlich Literatur geworden. Obwohl er dann zugegeben hat, später dann als Demian ins Amerikanische übersetzt wurde, hat er einen großen, wunderbaren Essay über diesen Demian geschrieben, der eben eine Zeitstimmung nach dem Ersten Weltkrieg wunderbar zusammengefasst habe, nicht? Und also das konnte er durchaus schon anerkennen, wie er auch später durchaus das Werk von Hermann Hesse ja anerkannt hatte, vor allen Dingen seine politische Einstellung. Beide waren sozusagen Bundesgenossen im Geist, antifaschistische Bundesgenossen im Geist. Sie haben sich auch vielfach noch in den 30er Jahren, als Thomas Mann ja dann auch in der Schweiz lebte im Exil, getroffen, haben sich ausgetauscht und so weiter. Und später dann natürlich, als die beiden großen Romane, also das Glasperlenspiel und Dr. Faustus erschienen, haben sie ja dann auch sich sozusagen auch konstruktiv austauschen können. Gut, aber das jetzt nur, weil Sie diese Parallele gezogen haben oder die Vergleichsmöglichkeit gezogen haben. Ja, vielen Dank. Das Faszinierende ist ja, dass Hesse sich in sich schaut und sich in seiner Gespaltenheit also wagt darzustellen, dass er aber gleichzeitig natürlich eine Zeitanalyse macht. Also das, was er da sagt, wie Thomas Mann sagt, na, das war ungeheuer wirkmächtig, weil es die Stimmung einer Zeit auch zum Ausdruck brachte, das gilt ja für viele Hesse-Schriften. Ja? Also deswegen, glaube ich, war es ja auch so eine unglaubliche Wucht, mit der dann irgendwann die europäische Jugend in Hesse ihren, eigentlich sich selbst erkannte. Ja? Vielleicht können wir das nochmal kurz beleuchten. Also Humanität in der Weltliteratur heißt ja schon auch, dass ich, sagen wir mal, nicht nur privatistisch in mir wühle und meine Dinge irgendwie zurechtbringe, sondern dass ich es in einer Weise tue, dass andere verstehen, was hier passiert und sich selbst weiterentwickeln können. Kann man das so sagen? Ja, also Spiegel aufbaut, indem man sagt, das, was ich da erlebe, ist im Grunde eine tiefere Krise der Zeit. Nicht? Weil er sagt ja mit Recht, alles ist zusammengebrochen an Autoritäten.
an die wir geglaubt haben, und moralische Instanzen, der Lehrer, der Priester, die Wissenschaft und alles, woran wir ja geglaubt haben, dass sie die Humanität fördern, ja, dass sie sozusagen zur Verbesserung der Welt, zur Vervollkommnung des Menschen beitragen. All diese großen Hoffnungen, die man ja nun hatte, vor allem auch mit der christlichen Moral, waren ja nun am Ende des Ersten Weltkriegs zerfetzt, buchstäblich, ja, in den Schützengräben von Verdun und den Marne-Schlachten, den Gift- und Gaskriegen auf belgischem Territorium. Nicht? Also das war ja für ihn ad oculos demonstriert worden. Also all das, an das ich geglaubt habe, nämlich an die christliche Moral, an die Orientierungskraft der Kirchen, gerade die Repräsentanten dieser kirchlichen Nationen, deshalb habe ich sie ja aufgezählt, der Zar, der englische König, nicht wahr, und so weiter, der deutsche, der österreichische Kaiser, der deutsche Kaiser, ja, alles auch gleichzeitig Hüter sozusagen ihres Christentums, ja, Repräsentanten sozusagen der christlichen Moral und der christlichen Welt, die hatten sich alle diskreditiert. Und wo eben anfangen? Für Hesse war das klar, er musste anfangen bei sich selber. Und schonungslos sozusagen diese Krisen benennen, also den bisher sozusagen weichgespülten Humanismus oder den Glauben an eine Selbstvervollkommnung des Menschen, sagte ja in diesem wunderbaren Brief an Karl Selig, nicht wahr, habe ich ja selber dazu beigetragen. Nicht mal, ich habe ja auch doch relativ harmonische Figuren. Gut, die gehen alle durch Lebenskrisen hindurch. Meistens sind das Liebeskrisen etc., Partnerschaftskrisen. Aber am Ende geht doch alles irgendwo in eine Harmonie auf. Ja? Und so weiter. Die kommen aus diesen Krisen wieder. Das war mir zu, das hat mir, da habe ich es mir sehr billig gemacht. Erkennt er dann hinterher. Ja? Und so konnte ich sozusagen literarisch nicht weitermachen, weil die Zeit in Brüchen war. Ja, man kann nicht harmonische Geschichten liefern und unter Ausklammerung dieser Zeitkrise. Ne? Das war seine tiefe Überzeugung. Ja, ja. Nun, also wäre das keine Veranstaltung, an der das Weltethos-Institut beteiligt ist, wenn wir nicht die Frage stellen würde, was ist denn mit dem Gottesbild und mit dem Glaubensbild? Was passiert denn da? Also Sie hatten kurz die sagen wir, pietistischen Wurzeln angesprochen, Kalf, das ganze Elternhaus, diese Herkunft. Da kann man ja sich vorstellen, dass es eben wirklich ein Gott war, der eine Logik, eine Schönheit, eine klare Entwicklung in die Welt brachte. Und wenn man sich entsprechend verhält, wird man belohnt und dann ist alles gut. Ja? Wie sieht der neue Gott, wie sieht der Gott Kling sowas aus? Ja, vielleicht noch deutlicher, nicht bei Endemion. Was ist das für ein Gott, der Endemion? Das ist ja der erste Erzählung nach, der erste Prosatext nach der Psychoanalyse. Das ist der Gott Abraxas, den erfindet ihr, ein gnostisches Symbol. Was ist der Gott Abraxas? Der Gott Abraxas ist der Gott, in dem Gott und Teufel in eine Person zusammenfallen. Das riskiert, nicht wahr? Das riskiert Hesse. Das ist ein Gott, der gegen keine ihrer Gedanken etwas einzuwenden hat, heißt es an einer Stelle. Ja, das ist der Gott Abraxas, der eben beides zugleich ist. Also ein ungeheure sozusagen Konstruktion, also ein ungeheures Gottesbild. Ja, aber aus dieser Überzeugung heraus, alles ist ja in der Welt, nicht nur das Gute, sondern auch das Böse, nicht nur das Schöne, sondern auch das Hässliche, nicht nur das Angenehme, auch das Ekelhafte, alles gehört zu dieser Welt. Und diesem Gott zu folgen, heißt zunächst einmal alles auch akzeptieren, nichts abspalten. Die pietistische Erziehung, die er genossen hatte, bestand aus lauter Spaltungen, ja? Abspaltungen. Alles ist nur gut und böse, sündhaft und erlaubt. Nicht wahr? Gottgefällig und teuflisch kontaminiert. Diesen Riss, den er sozusagen in seiner eigenen Erziehung spürte, also auch vom Gottesbild her begründet, diesen Riss, wollte er durch dieses Symbol überwinden lernen. Nicht, weil er das Böse damit verewigen wollte oder vergöttlichen wollte, wäre ein totales Missverständnis. Dann war es zunächst einmal darum, Ja zu sagen, auch zu dieser Dimension von Gott. Und das verband er dann mit der indischen Einheitslehre. Ne? Weiter, darüber habe ich ein ganzes Buch geschrieben, Hermann Hesse im Dialog mit Buddha, Lao Tse und Zen, etc. Das kommt aus dieser indischen Einheitslehre, dass eben alles sozusagen Teil sozusagen der göttlichen Wirklichkeit ist und nichts ausgewaltet werden darf. Das war für ihn ein Mittel zur Überwindung dieser Spaltung in der eigenen Seele und natürlich auch in der Kultur, die er erlebt hat. Vielen Dank. Wir haben hier eine erste Frage, die würde ich gerne
einbringen. Ich habe natürlich noch viel, was ich Sie fragen könnte, aber vielleicht melde ich mich dann nochmal privat bei Ihnen. Hier ist eine Frage. Da gibt es unendlich viel noch zu fragen. Ja. Danke. Hier ist eine Frage von Herrn Professor Hemel. Ist die Art der psychologischen Aufgabenstellung für junge Menschen mit der in Hesses Zeit vergleichbar? Wenn ja, warum? Also die heutige Situation, in der sich junge Menschen sehen und wo sie Herausforderungen finden, und die damalige, kann man das parallelisieren? Hesse ist ja immer noch, also wird ja immer noch unglaublich gelesen, ist ja immer noch ein Bestseller, ja, über viele, viele Generationen hinweg. Ja. Wie würden Sie das einschätzen? Ja, wenn wir von der jetzigen, jungen Generation, also die 20-Jährigen sprechen, also die um 2000 geboren sind, und die haben ja nicht eine dem Weltkrieg vergleichbare Krise durchgemacht. Die Krisen natürlich sind auch da gewesen, natürlich die Finanzkrise und jetzt die zunehmende Umweltkrise und so weiter und so weiter. Aber sie sind nicht vergleichbar mit der Hölle, die Weltkriegsgeneration, Ersten Weltkriegsgeneration durchgemacht hat, mit der Hölle von Verdun und dem Verheizen von Hunderttausenden von Menschen und so weiter. Und trotzdem gibt es immer wieder Zeugnisse, dass gerade diese Demian-Erzählung, wo es ja um einen Selbstfindungsprozess geht, zwischen Gut und Böse, ja, um den ständigen Kampf zwischen Trieb und Geist und so weiter und um die Entwicklungsmöglichkeiten heraus aus den eigenen Krisen. Das sind identifikatorische Texte bis heute, gar keine Frage. Nur darf man Hesse nicht reduzieren auf einen Autor für Pubertierende, nicht? Also das ist ja oft gemacht worden, ja, und das hat mich immer maßlos geärgert. Man hat dann eben als 16-Jähriger sozusagen hat man dann Demian gelesen und fand das toll, wie er sich da, der Vogel kämpft sich aus dem Ei, das Ei ist die Welt, und eine Welt gewinnt man, indem man das Ei zerstört. Ne? Also dieser berühmte Satz aus Demian, du musst eine Welt zerstören, ja, um du selbst zu sein. Ja, das klingt dann toll, wenn man in pubertären Krisen ist, natürlich, ganz klar. Und ist auch wichtig, dass man das durcharbeitet. Aber eben Hesse geht eben darüber hinaus natürlich. Er ist nicht nur der Autor der Krisen, denn später kommt ja Siddhartha, nach dem Klingsor kommt Siddhartha, eine ganz andere Erzählung, die also viel harmonischer zum Schluss gestaltet ist. Dann kommt der Steppenwolf, wo er noch einmal die seelischen Wunden sozusagen schonungslos offenlegt, aber dann mit Nazis und Goldmund, der Morgenlandfahrt und dem Glasperlenspiel ergeben sich synthetischere Konzepte, wo das Böse dann doch besser integriert ist und nicht sozusagen so als erratischer Block immer wieder dasteht. Mhm. Ja, aber Sie haben recht natürlich, lieber Herr Hemel, Hesse ist nach wie vor ein gefragter, gelesener Autor, anders als andere moderne Klassiker. Er gehört auch zu den am häufigsten übersetzten Autoren in deutscher Sprache, neben Kafka und Thomas Mann ist er der am meisten übersetzte Autor deutscher Sprache, in allen Kontinenten vertreten, in allen Sprachen sozusagen verfügbar, und interessanterweise die größten Erfolgszahlen gegenwärtig sind in Japan, und zwar mit dem Steppenwolf. Ja, also unglaubliche Verkaufszahlen mit dem Steppenwolf. Vielleicht hängt das auch mit der Krise dieser jungen Generation zusammen, die äußerlich diszipliniert leben muss, ja, angepasst, sozusagen stromlinienförmig an gesellschaftliche Trends, aber in dieser Lektüre des Steppenwolf die eigenen seelischen Krisen und Brüche und Abgründigkeiten ausgedrückt findet. Nicht? Das ist, glaube ich, vielleicht eine der Erklärungen. Aber ich habe gerade noch mit einem Kollegen aus Japan korrespondiert vor wenigen Tagen. Es gibt eine japanische Hesse-Gesellschaft, der hat mir das also bestätigt, dass jetzt im Moment wird in Japan sehr stark der Steppenwolf gelesen. Sehr spannend. Also dieser ungeheure Erfolg. Mir hat mal ein Kollege, ich komme ja ursprünglich aus der Verlagsszene und aus dem Verlagsbereich, gesagt, der Hesse finanziert das Zurkamp-Wissenschaftsprogramm. Ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das war so ein bisschen die Dimension. Also was dran. Und Sie haben ja, es gibt ja in der deutschen Verlagsgeschichte einzigartig einen einzigen Lektor nur für das Hesse-Programm dann finanziert, das ist Volker Michels, der ja ungeheure Verdienste hat um die Erschließung des Werkes von Hesse, der die große 20-bändige Werkausgabe gemacht hat, jetzt die 10-bändige Briefausgabe betreut und sehr, sehr viele dieser Themenbände gemacht hat. Also das hat Durkheim ihn machen lassen, weil sie gesehen haben, ja, da kommt
da kann man sich nach wie vor als Verlag sozusagen da Erfolge registrieren, die dann wieder andere Programme dann finanzieren helfen. Ja. Natürlich, ja. Sie haben jetzt ein Buch erwähnt, das eigentlich immer zu meinen Lieblingsbüchern gehört, obwohl alle gesagt haben, Gott, wie langweilig, nämlich das Glasperlenspiel. Ja, das habe ich mal gelesen, war vollkommen fasziniert. Ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist auch der Vorgriff schon in so eine Virtualitätswelt. Also diese Computersimulationen kommen da irgendwie einem in den Kopf. Ja. Ich fand es aber auch gleichzeitig sehr austariert. Also so, das ist für mich wirklich ein klassisches Buch in einem bestimmten Sinne. Und da würde ich gerne versuchen, die Frage anzuschließen. Aus dieser Zeit kann man daraus eine bestimmte Art von, sagen wir mal, politischen Gesamtentwurf auch schließen? Also kommt Hesse dazu, dass er sagt, ich entwickle ein neues Bild von Gestaltung der Menschheit, weil wir reden ja hier über Humanität, Humanismus. Kann man das so beschreiben, dass aus der Krise quasi eine neue ganze Konzeption entsteht? Ja, das kann man durchaus, und die Analogien sind ja jetzt in der Forschung auch immer wieder gezogen worden, dass das Glasperlenspiel, mit die Idee des Glasperlenspiels ist ja die Gleichzeitigkeit aller kulturellen Äußerungen der Menschheit, die Gleichzeitigkeit, also alles ist vorhanden, ja, alles ist vorhanden, in Philosophie, in Musik, in Geschichte, in Theologie, in den Religionen etc., alles ist sozusagen vorhanden und alles gleich verfügbar. Sozusagen auch zusammensetzbar. Das macht ja das ist ja dieses Glasperlenspiel, also das Spiel mit den Perlen, die kann man so, also es gibt unendlich viele Konstellationen, ja, sozusagen der Informationsverarbeitung und der Informationskombination. Das ist ja die Idee des Glasperlenspiels. Und ist das universalste Buch, das Herr Hesse dann geschrieben hat. Allerdings in einer Zeit, in der er ja nicht mehr daran glaubte, dass er das noch erleben würde. Also er versetzt das ja in eine pädagogische Provinz namens Kastalien 100 Jahre später, 2030, glaube ich, spielt das, soll das spielen, nicht? Etc. Also, und zwar, ich liebe das Glasperlenspiel auch, den Roman als Konstruktion, als Konstrukt, als fiktionales Konstrukt auch deshalb, weil er einerseits diese eben faszinierende Vision der Gleichzeitigkeit aller Kulturen, der verschiedenen unendlichen Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Daten sozusagen enthält und damit natürlich auch einen ungeheuren Erziehungsanspruch hat. Ne? Also es ist ein ungeheurer Bildungsanspruch, den man natürlich nur haben kann, wenn man sich ganz konzentriert in dieser pädagogischen Provinz lebt, indem man eben, das ist klassisch für einen Orden, ne? Das ist ja auch ein Orden der Glasperlenspieler, wird er ja auch genannt. Der muss ja dann auch abgegrenzt werden gegenüber den klassischen christlichen Orden, den Benediktinern und so weiter und so weiter. Also es, und gleichzeitig thematisiert er ja das Problem, wer sich gewissermaßen in eine so hochkomplexe kulturelle Kompetenz hineinbegeben hat, der wird gleichzeitig auch steril, der wird lebensfremd, entfremdet sich sozusagen von neuen Strömungen, von lebensweltlichen Situationen. Nicht? Denn Kritik an dieser Provinz Kastanien, der Glasperlenspielmeister, heißt ja, ihr verwaltet nur die Vergangenheit. Neues entsteht nicht. Ihr spielt sozusagen mit den Beständen der großen Kultur, ob Asien, Europa und so weiter, aber ihr erfindet nichts Neues. Das ist die eine Kritik. Und die andere Kritik ist, ihr seid zu wenig am Leben. Nicht? Deshalb bricht ja am Ende der Glasperlenspielmeister Josef Knecht aus diesem Kastalien aus, stellt das nochmal in Frage und wird ganz einfach Erzieher an einem jungen Mann, dem er sich dann annimmt, weil er denkt, die Erziehungsaufgabe am Menschen selber ist dann doch wichtiger als sozusagen die geistige Souveränität, das universale Wissen, über das ich verfüge, entscheidend ist doch die Zuwendung zum Menschen. Also einerseits eine große Utopie, faszinierend sozusagen in ihrer Komplexität und Universalität und gleichzeitig auch die Fähigkeit, auch das wieder noch einmal in Frage zu stellen. Ja? Und nicht etwa als bloße Utopie dann idealistisch hinzustellen. Das ist auch Hesse. Nicht? 1943, kann sich mal vorstellen, 1943 erschienen. Ja. Im Wissen natürlich darum, in welcher Zeit er gelebt hat. Ja, vielen Dank. Wir haben hier noch eine Frage, und zwar von Frau Johanna Ammer, die wir hatten Thomas Mann aufgerufen als Folie, vor der man bestimmte Dinge betrachten kann. Jetzt kommt Goethe ins Spiel. Ich zitiere, Hesse schrieb in dem vorhin zitierten Brief, er habe sich von seinem harmonischen Schreibstil abgewandt und vergleicht diesen unter anderem mit dem Goethes.
Aber ist dessen Werk Faust nicht vergleichbar mit dieser neuen Literatur Hesses und der Thematik der inneren Zerrissenheit? Ja, Sie haben sicher recht. Und insofern, wenn Sie jetzt Hesse direkt befragen könnten, nicht, würde er sicher zum Thema Goethe noch etwas komplexer antworten, als jetzt in dieser, dieser Äußerung, einer brieflichen, privaten Äußerung. Also natürlich zu Goethe auch noch was anderes gewusst als das. Worauf er jetzt hier anspielt bei Goethe, das weiß ich nicht. Vielleicht spielt er auf den großen Erziehungsroman wie der Meister an. Das kann gut sein, nicht? Also auf die Wanderjahre und die Lehrjahre und Wanderjahre, also das riesige Alterswerk von Goethe, wo es natürlich um eine Erziehung zur Humanität geht. Wenn es ein literarisches Monument sozusagen einer literarischen Erziehung zur Humanität, dann natürlich Goethes Meisterromane, die beiden Meisterromane, nicht? Vermutlich ist das eine Anspielung darauf, aber dass auch Goethe sozusagen, ja, ein tieferer, vergleichbar tiefer in die Seele des Menschen geblickt hat. Die Dualität von Mephisto und Faust ist dafür das beste Beispiel. Vielen Dank. Wir versuchen ja hier die feierabendfreundliche Vorlesung durchzuführen und deswegen uns auf eine Stunde zu begrenzen. Deswegen werde ich nur noch eine Frage stellen. Und zwar, was mich interessieren würde, Sie sagten vorhin, das war sein Abschied von der bürgerlichen Schriftstellerexistenz. Naja, also ein Abschied, nachdem er ja noch dann, oder nach diesem Abschied hat er ja noch viele Bücher geschrieben und auch mit vielen Büchern ungeheuer viel Menschen erreicht. Er hat ja nicht sich wirklich von der Schriftstellerei verabschiedet, sondern er hat ja bis zuletzt daran geglaubt, dass das Medium der Sprache für ihn so wichtig ist und ihm so viele Dinge ermöglicht, dass er ja Schriftsteller geblieben ist. Er hätte ja auch mit seinem radikalen Bruch sagen können, so, jetzt werde ich Bildhauer oder ich werde Bauer, ja, oder was auch immer. Das hätten ja viele Existenzformen wären ja in Frage gekommen, aber er hat im Grunde weitergeschrieben. Ja. Das würde ich gerne am Ende nochmal beleuchten, weil wir uns ja mit Weltliteratur und eben Humanität beschäftigen wollen. Warum war für Hesse nun gerade die Sprache und dieser sprachliche Ausdruck das die große Möglichkeit, um eben seiner Vorstellung von Humanität und vom Menschen Ausdruck zu verleihen? Wie würden Sie das fassen? Ja, ich möchte einfach spontan sagen, lieber Philhauer, die Sprache war für ihn die Rettung, nicht ein Überlebensmittel, wie bei vielen Schriftstellern, aber bei Hesse natürlich ganz sicher. Nach der großen Krise 1916, als er seine Familie aufgeben musste, seine Frau geht in psychiatrische Behandlung, geht in mehreren Klinikaufenthalten, der Krieg und so weiter und so weiter. Da gab es schon die Vision, Schluss zu machen. Und mehrfach gibt es bei ihm auch Versuche der Selbsttötung, also der Selbstauslöschung. Das war nicht nur Spielerei, nicht? Weil wenn er solche Äußerungen der Selbstdenunziation, der Selbstanklage, der Selbstinfragestellung, das ist nicht nur schöne Spielerei, es gibt auch eine ernsthafte existenzielle Dimension. Und ihm ist, glaube ich, die Gnade gegeben, ja, ich glaube, dass er das auch als Gnade sehen würde, das eben in Sprache aufzufangen, durchzuarbeiten, aufzufangen und nicht mit dem Verstummen zu kokettieren und nicht mit der Selbstauslöschung wirklich ernst zu machen. Nach dem Klingsor gab es einen Ernst, nach dem Klingsor-Abschluss im Spätherbst 1919 gab es einen ernsten Selbstmordversuch. Dass er einen Protagonisten dann wie Harry Haller erfindet, dann im Steppenwolf, der ja ständig von diesen Dämonen, nicht wahr, in sich, diesen selbstzerstörerischen Dämonen in sich berichtet, das Rasiermesser ständig an, wenn er sich im Spiegel betrachtet, durchspielt, wie es ist jetzt, wenn ich, nicht, also das sind schon Dinge und ich meine, dass wir ihm natürlich dankbar sein können, dass er weitergeschrieben hat, aber sicher nicht im Sinne des bürgerlichen Literaturbetriebs, das eben sozusagen positive, aufbauende, optimistische Literatur von ihm erwartet. Ein Beispiel noch, nicht wahr? Siddhartha endet ja ganz anders, auch eine Krisenerzählung, nicht wahr? Und am Ende ja mit einer sehr sozusagen harmonischen Schluss, alle Menschen mit Liebe und Ehrfurcht und so weiter betrachten zu können. So, und da waren schon viele Hesse-Leser natürlich entzückt von dieser wunderbaren Lösung. Und dann schreibt dieser selbe Schriftsteller in Steppenwolf. Und die Leute sind dieselben Leser, die ihm Komplimente gemacht haben über diese wunderschöne Erzählung, das wunderschön harmonische Ende vom Steppenwolf, sind entsetzt.
ja, dass er einen Steppenwolf, da Erfinder, Steppenwolf-Figur empfindet, finde das ekelhaft. Abstoßen. Der Mann ist 50 Jahre, sagen Sie sich, der Steppenwolf ja auch. 50 Jahre 1927 als der Steppenwolf. Und immer noch hat der pubertäre Krisen. Ja, nicht? Und belästigt uns mit diesen abgründigen also Erzählungen etc. Das musste er hinnehmen. Ja, das musste er hinnehmen und sagen, so, mein Schreiben ist nicht wohlgefällig. Ich bin sozusagen schonungslos ehrlich mir selbst gegenüber, aber auch meine Literatur ist sozusagen ein Beitrag dazu. Und die Sprache rettet mich. Die Sprache gibt mir die Kraft, das sozusagen zum Ausdruck zu bringen. Wunderbar. Vielen Dank. Also ein Appell, sich wie sagen, zu bekennen zur produktiven Belästigung auch mal, ja, und nicht zurückzustecken. Herr Kuschel, das war gleichzeitig ermutigend und informierend. Das war eigentlich die Idealvorlesung und ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ich bin sicher, die Zuschauerinnen und Zuschauer haben davon genauso profitiert wie ich und ich werde vielleicht sogar wagen, noch zwei Fragen, die ich jetzt hier nicht bringe, einfach Ihnen so zu stellen und bin sehr gespannt, was Sie dazu zu sagen haben. Also herzlichen Dank nochmal. Ich hoffe, dass wir noch mal irgendwann gemeinsam eine solche Veranstaltung machen können. Ich danke Ihnen und ich wünsche Ihnen und allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank und auf Wiedersehen.